얼굴 비추면 돼. 올해 초. 그렇지. 올해 초.
Willkommen zur zweiten Lesung aus meinem Buch Der ewige Sinn, mein Sieg für das Sein. Ich kann mich auch noch an erste Volksschulklasse zurückerinnern. Es war gerade Eiszeit, wie ich von meiner gesamten Klasse Blödeldorf aufgefahren bin. Mein Bruder Leo war mein Sitznachbar. Gegen 10 Uhr früh war Pause. Ich ging Eis kaufen. Ich holte den großen Eislutscher. Natürlich freute ich mich darauf. Es klang gleich die Glocke. Also wir mussten gleich wieder in die Klasse zum Unterricht. Ich hatte das Eis noch nicht mal bis zur Hälfte verzehrt. Mein Bruder Leo sagte, tu das Eis weg. Ich tat das Eis in den Tischfach. In der Fach waren natürlich lauter schöne, beschriebene Hälfte. In der nächsten Pause wollte ich das Eis fertig essen. Aber die gesamte Hälfte war beschmiert und verklebt. Im Nachhinein wunderte mich das auch nicht. Ich wollte nur, dass zum Teil der Schmied das nicht gefallen hatte. Mein Vater war ein starker, geistiger und würdiger Mensch. Ich weiß noch, ich war da noch ein Kind. Er schrie einmal, oh Gott, komm oben auf der Mitte. Wir hatten danach Besuch von Verwandten. Wir hatten in der Braunstube einen Heiratswinkel, wo plötzlich der Heirat herunter auf die Bank fiel. Ich sagte nur, jetzt ist Gott auf der Mitte herunter. Viel später war Vater auf 20 Jahre Kirchenrat. Nach seinem Tod kam Vater 10 Minuten in meinen Geist hinein. Es war ein Jahr nach seinem Tod. Und er rückte mit Freude und das mit Gesang. Ganz erstarken seine Worte. Komischerweise auch mit seinem Bruder Freddy, der schon lange tot ist, hatte Kontakt. Er entschuldigte bei mir. Als ich noch jung war, leider sagte zu mir, ich werde schwul. Ich sind ja auch ein Jahr bei Ernke, bin gerade in Wien. Es war ein Jahr eine hochdisziplinierte Zeit bei der Garde. Bei Garde war ich in der ersten Reihe. Das war für mich eine große Ehre. Wir hatten jede Woche ein, zwei Auftritte, meist am Flughafen und am Ballersplatz. Wir exerzierten jeden Tag mehrere Stunden. Es musste auch jeder Gewehrgriff sitzen und funktionieren. Wir mussten am längsten stehen, 3 Stunden, und diszipliniert. Manchmal fielen auch einige um, und das im Sommer bei der Hitze. Das war für mich eine interessante Zeit. Wir hatten auch das beste Essen, und wir hatten einmal nach Monaten eine große Tanzparty, darauf von der Hochrangigen die Töchter kamen. Was mich mit Kraft ausmotiviert in meiner Wohnung, ist die Malerkunst von Centauri. Ich möchte diese Kunst gerne etwas näher beschreiben. Mit der Malerkunst bewegt sich die Kraft in Ewigkeit für dieses Dasein. Ich habe von Centauri durch meine Anweisungen 10 Wände bisher malen lassen. Natürlich bin ich mit Centauri noch lange nicht fertig. Centauri hat mir noch viel Arbeit. In dieser Filiale, wo ich ihn kenne, sind wir auch gute Freunde geworden. Die Malerkunst von der Natur bis zum Universum und noch viel mehr ist in dieser Wohnung gegeben. Für mich hat es auch eine christliche Erlangung und zur Dauer kam mir sehr hilfreich entgegen. Danke. Glocken läuten ein.
Jahr, die schönste Zeit im Jahr. Halleluja, Weihnachten ist da. Mensch, hasse dich nicht selbst, ansonsten quälst du dich unnötig. Frage dich selbst, wer bin ich? Warum bin ich da? Hat das einen Grund, einen Sinn? Sinn hat alles. Du Mensch kannst wählen Qual oder Liebe mit viel Freude. Natürlich kommt das bei den Menschen drauf an. Egal wie schlecht der Mensch ist, jeder hat Chance genug, um das Richtige zu tun. Du Mensch, schau mal in den Spiegel und schau dir das selber in die Augen und frage dich selbst und erkenne es auch. Hast du auch 1000 Fehler? Du kannst nachdenken, um es besser zu machen. Jeder Mensch, der das unternimmt, wird auch sich besser fühlen und es im Leben leichter haben. Und man kann sich auch unendlich bessern. Für dich ist der Mensch endlich geboren. Das Leben ist auf der Erde ein geistiger Kreislauf und entwickelt sich stark nach vorn mit unbegrenzten vorstellbaren Wirklichkeiten. Jeder Krieg ist weglos und nur die Zeit der Schwäche. Nur Kanonen bauen, zu bauen, um zu beweisen, dass ich besser bin als der andere. Jeder Mensch findet automatisch im nächsten Leben auf dieser Erde das Weitere. Das heißt, der Mensch wird weiter und immer weiter. Sollte auf dieser Erde der Mensch nicht mehr vorstellbar sein. Der Geist für eine Menschheit ist ewig vorstellbar und findet in den Arbeitsraum genug Platz, wieder mit einer Hülle zu existieren. Es ist das Leben, was der Mensch mit Geist plant, ist vieles vorstellbar. Für mich bedeutet es, dass alles ist erst der Anfang. Meine Wahrheit über die Gottheit, wie ich es sehe und empfinde. Ich selber habe eine Wertlosigkeit überstanden. Also daher muss ich auch eine Wahrheit sein. Gott heißt kein Anfang, kein Ende. Also war Gott zuerst. Gott hat nur Gutes an sich. Aber Gott musste beim Universumaufbau auch Nachgiebigkeit zeigen. Also darüber entstand nicht nur Positives und Plus, es entstand auch Negativ und Minus. Was auch sein musste. Dadurch weiter sind entstand auch Gott Luzifer, der auch ein Gott ist. Aber Gott Luzifer wollte, dass der Mensch nichts übertreibt. Aber der Mensch hat es so gewollt und hat es übertrieben. Die Wahrheit, der Mensch braucht nur einen Urheber. Und dieses Gott Luzifer. Die Erde könnte sich dramatisch ändern, wenn der Mensch nicht bald was unternimmt, was er verursacht hat. Mensch, wer verkennt chemische Bomben? Jede einzelne Bombe ist in der Hellzeit zu viel. Wer würde lieber Luftbomben, wenn dies vorstellbar möglich wäre, damit die Erde wieder besser atmet? Tu was für die Natur was Gutes. Also Mensch, tu was. Wozu haben wir hochstudierte Menschen oder studierte Menschen nur mehr für Mauslöcher? Warum wird nichts unternommen? Oder sind hochstudierte Menschen nur begabt für die Steinzeit? Ich lebe schon an der Grenze für das vorstellbare woanders. Und das grenzt auch im Universum. Vielleicht wird es wahr, wenn ich auf Gott vertraue. Wenn ich an das glaube, ist das in mir echt auch vorstellbar, einiges zu verstehen. Trotzdem ist mir vieles auf der Erde nicht egal, wenn ich das Leben auf der Erde liebe. Mein letzter Sinn und Zweck zum Leben ist, mache aus meinen Gedanken und Worte besser so gut, wie es mir gelingt. Es hat immer Sinn im Leben, wenn man auch den anderen nicht unterdrückt und seine Hoffnungen auch nicht aufgibt. Jeder Weg führt zum Ziel. Ich habe ein positives Ziel erreicht mit meinen Voraussetzungen und da auch für mich wichtig war. Das heißt aber, man kann, ist trotzdem nie ausgelernt und man kann den Inhalt nur verbessern und auch dadurch nur gewinnen. Ich verstehe mich selber auch so gut, wenn ich mal einen Fehler mache,
dass ich den Fehler auch zugebe und das besser mache. Sollte es Komplikationen geben, macht das dann für mich mein Heiliger Geist. Wo ich aber froh bin, dass ich auch den Heiligen Geist habe und Gott dafür sehr dankbar bin. Ich meine, für meine Verstehen, wenn die gesamte Menschheit auf dieser Erde das richtig tun würde, müsste man von 8 Milliarden Menschen auf dieser Erde auf die Hälfte reduzieren. Man bräuchte dafür 300 Jahre, bis dies geschafft wäre. Und weitere 200 Jahre bräuchte wir Menschen, bis dies erst normalisiert ist, solange Gott gefallen würde. Für mein geistiges Verstehen gäbe es dann keine Hindernisse mehr, wenn mehr Seelen toter Menschen in einen lebenden Menschen geistig hineinkämen und alles würde besser harmonieren. Weil wenn das so weiterläuft wie in dieser Zeit, kann alles nur schlechter werden und trotzdem, dass niemals Ende existiert und das Leben nur mehr der Hass. Für mich ist die Kirche wohl Kirche, aber sie haben heute dumme Fehler, die es zu beseitigen gibt. Du Mensch ohne Licht von innen nach außen, du Mensch ohne Licht von außen nach innen. Ich liebe den allmächtigen Gott, ich liebe Jesus, ich liebe mich, ich liebe Menschheit, ich liebe Tiere, ich liebe Blumen, ich liebe das Universum. In meiner Verständlichkeit, es existiert kein Teufel. Warum? Wieso? Weshalb? Weswegen? Das weiß ich mehr als Gott kann die Kraft des Ewigen erkennen und das verstehen. Einer sieht die Ewigkeit und sie hat geistige Ewigkeit. Danke. Ich habe es gesehen, am heiligen Abend, vom Fenster ich stand, schaute hinauf und er ging auf. Das Funken der Sterne riss in der Schnee. Das ist so, was die Liebe.
Stadt.